Minderheiten. Krieg lässt auch in privaten Aggressionen frei. Von ihnen sind vor allem Kinder betroffen, Frauen, sexuelle Minderheiten. Die Verurteilung von Schwäche, Weichheit, die Verbannung leiser Zwischentöne, Sensibilität, Verständigung, das alles gerät in Gefahr. Wie mit Menschen umgegangen wird, die Schwäche und Weichheit zeigen, konnten wir am Anfang dieser Woche sehen. Wir sind als Gesellschaft auf dem Weg, rot zu werden. Immer roher, keinen Fehler zu verzeihen und Schwächen gnadenlos auszunutzen. Wenn man mit Rechten umgehen muss, liegt die Herausforderung wohl daran, nicht selbst anzufangen, rechts zu reden. Ich wünsche mir also, dass wir innehalten, wenn uns die Wut packt über die Gewalttätigkeit Putins, wenn uns die Wut packt über die russische Propaganda, die von Entnazifizierung in der Ukraine spricht, dass wir innehalten und nicht vor blinder Wut zu den Waffen greifen wollen, um zurückzuschlagen. Wir brauchen insbesondere angesichts der drohenden Klimakatastrophe eine echte Transformation, eine Zeitenwende, die diese Bezeichnung verdient. Und wir brauchen dringend wirksame Sanktionen, um Putin wieder an den Verhandlungstisch zu zwingen. Ich habe heute über Privilegien gesprochen, über Zumutungen und jetzt sage ich noch etwas zur Verantwortung. Unsere Gesellschaft trägt jetzt eine große Verantwortung, einen Weg zurück zum Frieden zu finden, raus aus der tatsächlichen und der verbalen Aufrüstungsspirale. Ich wünsche mir, dass sie einen Weg findet, in dieser Brutalität des Krieges Zurückhaltung zu bewahren. Und ja, Zuversicht. Im Miteinander, in der Sprache und in der Suche nach Auswegen. Dankeschön.